Alle Menschen haben Haare. Außer Thorsten. Der hat Borsten. Tag Leute, Sepp hier mit einer neuen Episode zu eurem Lieblingsthema. Intimbehaarung. Entschuldigung? Die Leute sagen mir immer, Sepp, meine Freundin soll mich nicht immer Chewbacca nennen. Ach, wenn es doch irgendetwas geben wird. Ja, das wäre zu schön. Manche Leute sagen, lass einfach wachsen. Was meinst du dazu? Ja, also, das ist, glaube ich, nicht zu verhindern. Da gibt es immer wieder Leute, die sowas sagen. Ja. Es wird ein sehr großer Aufwand dagegen anzukämpfen. Leute, das Volk hat gesprochen. Aber was sagen die Experten? Die Schamhaare sind ein Überbleibsel von Mama und Papa Neandertaler. Und Mammuts mit Sperren hinterher zu rennen, habe ich persönlich auch schon eine Weile hinter mir gelassen. Und genau deswegen ist das brandneue Ultra Smooth Package von Manscaped genau das Richtige für alle Leute, die ihr eigenes Mammut lieber zum Friseur schicken würden. Komm, ich zeig euch den kleinen Dicken. Na, kommt Leute. Passt der nicht perfekt in jede Herrenhandtasche, um der spontanen Sprießung Einhalt zu gebieten oder so. Dazu gibt's einen Exfoliator, quasi ein chemisches Peeling, was die Haut reinigt und Hautschüppchen entfernt. Das ist ganz wichtig und ganz toll. Ein transparentes Rasurgel. Transparent, Junge, damit man sieht, was man da macht. Ey, Manscaped macht sich echt immer einen Kopf, ne? So was Stabiles, ja. Und 5 Ersatzklingen für den Bursch. Wow, ich hab's beim ersten Mal gefangen, Alter. Und 5 Ersatzklingen. Ich finde ja, dass solche Packages auch immer tolle Geschenke sind. Mit dem Code SEF könnt ihr darauf jetzt nochmal 20% auf alles sparen. Klickt gern unten auf den Link und hakt euren Vater, Onkel, Bruder oder wen ihr mögt schon mal auf eurer Weihnachtsgeschenkliste. Und Mädels, dankt mir später. Nein, nein, dankt mir jetzt, denn endlich ist es soweit. Wir können uns erneut Schwester Madeleine widmen in Evil Nun The Broken Mask, was jetzt endlich im Early Access auf Steam verfügbar ist. Ich habe schon ein paar Tage vorher sogar vor Release bekommen, aber zu Halloween kommt immer so viel Stuff raus, es gibt so viel zu tun da, habe ich einfach keine Zeit gefunden. Aber wir schauen uns das jetzt an. Ich möchte auf jeden Fall das Ending erreichen. Es gibt wohl auch mehrere. Wir gucken erstmal, ob wir eins finden. Wie gesagt, ist noch Early Access, es gibt noch einiges an Content, was uns in Zukunft hier erwarten wird. Ich freue mich drauf. Wir haben das schon im Stream mal reingeguckt und Leute, es sieht so krank aus. Ohne Scheiß. Ey, ich habe einfach so Bock, das Spiel jetzt gemeinsam mit euch zu verschmausen, Digga. Zieht euch mal die Grafik ein. Ist das nicht krass? Was aus so einer Idee für ein kleines Mobile-Horror-Game werden kann. Absolut überwältigend. Und das Schöne ist daran festzustellen, dass wir von Anfang an Teil des Ganzen waren und die Entwickler hier ein Stück auf ihrem Weg begleitet haben. Jingle Bells. Es ist Weihnachtszeit? Es sieht gar nicht danach aus. Es liegt herbstlich wenig Schnee. Oh, da ist das Empfangshäuschen. Die kleine Hütte draußen. Werden wir erwartet? In der Eagles Juniors High School? Okay, das war ganz schön unchristlich von dir. Hi! Das Kind mit den blauen Händen. Ist jetzt der Opa mit den blauen Händen. Oh! Match.mp3. Verspricht, dass das Spiel der Hammer wird. Tag 1 und ich weiß absolut nicht, wo hier irgendwas ist. Aber vielleicht wisst ihr Sachen, wo der Abo-Button ist beispielsweise. Bedient euch gerne selber. I am Seth und die rothaarige Nonne jagt mich. I call upon Baphomet, Father of Wisdom, Mother of Truth and Lie, Bringer of Day and Night. Das sieht einfach aus wie Outlast. Es ist so krass. Hier kann man sich verstecken. Nice. Funktioniert alles ultra smooth. Hier haben wir sogar dieses Gerät, was einen geheimen Durchgang, man sieht es schon, irgendwann freischaltet, aber ist noch verschlossen. Nichts passiert. Ich glaube, dafür müssen wir ein bisschen was freischalten zuerst. Ich habe keine Ahnung, wie viel Content hier schon da ist. Oh, sie ist unterwegs. Ich traue mich gar nicht raus. Ich höre Schritte. Ich glaube, wenn die mich sieht, kommt die rein und killt mich und wirft mich dann hier wieder rein, weil, keine Ahnung, sie darauf programmiert ist. Ist klar. In aller ihrer Frömmigkeit. So, geheimnisvolle Notiz. Was haben wir da? Vor dir haben schon andere sich hinters Licht führen lassen. Ich werde dir helfen, wenn du mir versprichst, bis zum Ende auf meinen Rat zu hören. Folge meinen Hinweisen, ich werde dir weitere Briefe wie diesen hinterlassen. Hell yeah, eine Schnitzeljagd. Wunderbar. Das klingt wie die übelste Falle, aber ich möchte ja nichts sagen. Gut. Dann schreiten wir mal voran. Oh, diesen Raum hier. Warte, da ist der nächste Hinweis. Guckt euch das an, Alter.
Ich bin so überwältigt von dem Look des Spiels. Hier ist die Haupteingangstür. Nein, für den Hinterausgang. Wir können sogar raus. Wir werden feststellen, es ist ein bisschen wie in der Mobile-Version. Teil 1 natürlich. Aber teilweise halt auch nicht. Es ist einfach größer, verwinkelter. Und selbst im einfachen Modus, wie wir hier spielen, ist Schwester Madeline echt eine Bedrohung. So, wie gesagt, wir haben es im Stream schon ein wenig gezockt. Aber natürlich noch nicht fertig. Ich hoffe, die kommt jetzt hier nicht raus. So, und wie im... Oh, da war sie! Wie im Hauptspiel ist es so, wir müssen erst, glaube ich, den Strom anschalten. Aber... Okay, sie ist hier. Wir gehen mal nach oben. Ich weiß nicht, wir dürfen nicht laut machen. Aber sie kommt wahrscheinlich automatisch auch irgendwie dorthin, wo wir sind. Hier orientieren wir uns an den Handabdrücken. Genau, hier ist der Sicherungskasten und wir brauchen 3 Sicherungen, um weitergehen zu können. Und dann führt uns unser Weg... ich glaube, es war auf der anderen Seite. Oder war es hier? Nein, hier ist die Küche. What did I just hear? Oh, aber es ist umgefallen. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, die Sicherungen spawnen irgendwo random. Ich glaube, ich warte mal hier. Der hat übrigens, obwohl es da stand an der Tafel, keinen roten Haare. Das war mein Easter Egg in Teil 1. Die Entwickler haben extra für mich das Model verändert. Kein anderer YouTuber auf der Welt hat so eine Änderung bekommen. Nur ich. Beziehungsweise für unsere Community, wenn man zum Anfang Seth eingegeben hat. Oh, hier. Das ist relativ eindeutig. Gibt natürlich noch keinen Strom. Oh, jetzt werde ich ganz sicher rennen. Was glaubst du denn? Oh, die hört das. Das ist laut. Mit ihr hier oben ist etwas ungemütlich, muss ich zugeben. Wahrscheinlich, also, mir wäre es lieb, wenn wir das auf später verschieben könnten. Da war sie. Ich habe nämlich zu tun, Madame. So, wenn ich eine Sicherung wäre, wo wäre ich denn? Zum Beispiel in diesem Schrank. Alrighty. Aufpassen, dass ich hier nicht runterpurzle. Hier war's. Genau. Okay. Nummer 1 ist drin. Nummer 2. Oh, wir müssen aufpassen. Uff. So, liegt die hier irgendwo? Unten kann die da natürlich auch sein. Ich habe, glaube ich, im Stream eine in der Küche gefunden. Da kommt sie. Zumindest irgendwo in der Nähe. Sie geht wieder runter. Okay, das ist sehr gut. Gucken wir uns mal hier um. Ich hoffe, das hat sie jetzt nicht gehört. Nee, das ist keine Sicherung. Könnte aber hier sein. Hm. Die Schächte sind halt eine gute Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Das Problem ist, wie gesagt, das macht halt alles laut. Oh, hier. Genau da. Alles klar. Vielleicht spawnen die auch nicht random. Vielleicht ist es immer relativ gleich. Ich glaube, sie kommt nicht hoch. Ich gehe mal runter. Wir haben eine auf so einem Bett, meine ich, gefunden. Vielleicht, wenn die immer an ähnlichen Orten sind, dann können wir uns dieses Wissen mal zunutze machen. Das Problem ist, wir könnten die jetzt natürlich direkt in die Arme laufen. Hier? Was ist das? Eine Figur. Oh, das müssen wir uns merken. Brauchen wir eventuell später. Hier ist sie. Hier ist die Sicherung. Sehr gut. Es wirkt so, als würde ich hier voll die Ahnung davon haben. Habe ich aber nicht. For real. Aber wir wissen das für die späteren Playthroughs, wie wir den Strom am besten anstellen. Das ist unser Tagesordnungspunkt hier. Moment. Ich glaube hier lang. Genau. Und da können wir die Strom anstellen. Das macht allerdings laut. Okay, wir haben hier auch Tab. Überquere die Brücke. Finde 3 Sicherungen, platziere im Sicherungskasten im 2. Stock, um den Strom wieder anzustellen und das Metalltor zu öffnen. Eine Sicherung befindet sich in der Nähe der Küche. Ach, das steht da sogar. Einem Esszimmer und einem Zimmer der Nonne. Ja, man muss es halt... Also das sagt halt nichts, wenn man das Game nicht kennt, ne? Nach oben sehen.
Folge nach der Überquerung der Brücke den Ratschlägen auf den Gemälden, die du im Zimmer neben dem Haupteingang der Schule findest. Gemälde neben dem Haupteingang. Du wirst ein langes Item benötigen. Keksdose. Es muss etwas Wichtiges drin sein. Okay, wir wissen noch nicht, was das macht. Schalten mal die Energie an und gehen durch das Tor, was wir... Digga, ich habe immer Angst, dass sie kommt. Hier. Uff. Wie gesagt, das macht laut. Die Tür, es war ganz schön laut. Yes, habe ich gesehen. Okay, alright, alles klar. Wir gehen erstmal raus. Hier brauchen wir einen Bolt-Cutter. Ah, im zukünftigen Update brauchen wir das. Alles klar. Ja, wie gesagt, ist halt Early Access, ne? Aber, wenn wir hier jetzt schon das ein oder andere Ending freischalten können, wäre es halt nice. Hier geht's rum. Do you think you're behaving like a good child? Wo ist sie denn? Wait, what? Wo hat sie mich denn gesehen? Oh, da! Oh, okay! Ich soll irgendwelchen Gemälden folgen. Oh nein, nicht in die Toilette, nicht ins Klo. Ja, weiß ich ja jetzt nicht, ne? So easy ist es halt nicht. Okay, 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 okay. Oh, hier. Oh, ist das die Keksdose? Das sieht doch sehr dosig aus. Ein bisschen wenig Keks für meinen Geschmack. Okay. Wir brauchen Brecheisen auch. Hm. Wie kommen wir da hin? Nach oben sehen. Irgendetwas Langes. Ich habe im Stream einen Besenstiel gefunden. Wenn ich den Schlüssel finde, kann ich endlich hier raus. Der Schlüssel ist in der Keksdose. Oh, mit Sicherheit. Oh. Oh, hier. Ah, nice. Alles klar. Dankeschön. Mutter Maria Magdalena oder was auch immer. Wir brauchen jetzt den Stiel. Was Langes. Hm. Mal gucken. In irgendeinem... Da! Oh, wow! Oh! Oh, das wird easy. Da ist nur ein Schacht. Digga, ich speedrunne das hier ja. Problem wird sein, die wird hier hinkommen. Ich muss... was ist denn da oben? Ich muss mich da verstecken dann. Brauchen wir noch einen Stuhl oder was? Komm, lass dir nicht zu viel Zeit! Okay. Gib mir das hier mal. Missionslog aktualisiert. Nice. Können wir das hier abrufen? Ja, können wir. Keksdose. Okay, wir wissen, wo sich die befindet. Ich hab's nicht vorgespielt, ich schwör. Oh, ey, die sieht so scary aus, oder? Oh mein Gott, ich liebe das Design. Das hat jetzt wirklich ein richtiges Horror-Game, so. Du kannst... Ey, ist gut, ne? Ich weiß, hier die Aura der, keine Ahnung. Okay, den Witz mache ich nicht. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich bin ein Kind wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wo sie hingeht. Ich versuche zu lauschen. Sie ist nicht da, ne? Oh Gott. Oh Gott, ich hab Angst. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich extrem beeilen. Da ist sie. Im Hauptspiel war es so, wir müssen das aus großer Höhe... Okay, zukünftiges Update. Warum quatscht die Wand mit mir, wenn sie da ist? Was? Ja, wie gesagt, Early Access, ne? Wir müssen die aus großer Höhe fallen lassen, oder? Oh, große Höhe, Leiter. Ich weiß von Dingen. Moment mal. Die kommt doch nicht die Leiter hoch, oder? Wir gucken uns mal an, was im Missionslog steht. Vielleicht geht sie auf, wenn du sie vom höchstmöglichen Ort fallen lässt. Okay, höchstmöglicher Ort. Hm. Die Dose ist nicht öffnen, sie klemmt! Was? Oh. Kommt sie hoch? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Oh, die kommt hoch! Was? Digga, nein! Sheesh! Oh, nicht gut. Oh, überhaupt nicht gut.
Kann ich die juken? Oh! Oh, ich kann! Okay, awesome! Ich muss hier runter. Ich muss hier sowas von runter. Oh mein Gott! Ich dachte, ich bin tot! Gib her! Also meine... Also viel höher geht's halt auch nicht, ne? Okay, ich warte mal hier. Oh, können wir hier raus? Mist! Von der anderen Seite! Ja, wie komme ich denn da hin? So wahrscheinlich nicht. Das ist eventuell auch das erste Ending, was ich eh freischalten muss, um hier überhaupt was in die Gänge zu kriegen, ne? Das Ding ist, wenn die da gammelt, dann kann ich ja da nicht, da oben ist noch eine Tür. Schalten und walten. Wie macht man das? Ey, die kommt gleich. Ich hab gleich ihren Hintern im Gesicht. Wartet's ab. Bist du runtergefallen? Bist du dumm? Hä? Wait. Ich geh schauen. Wir klären das, Alter. Zukünftiges Update. Ja, das führt zur Tür unten, ne? Das ist ein kleiner Shortcut. Oh, können wir das den Kamin runterfeuern? Ach, Silvi. LOL! Sieht so aus, als wäre die Dose aufgegangen. Das kann ich natürlich von hier oben beurteilen. Eindeutig ist das. Alles klar. Wo führt denn dieser Kamin hin, sag mal? Das ist eine viel spannendere Frage. Ist halt irgendwie... Wieso ist das... Ja gut, es ist ein bisschen höher. Ein paar Meter, ne? Moment mal. Gib mir eine Sekunde. Geht's denn hier rein? Oh. Das ist auch ein Besen! Ist in Ordnung. Falls wir den einen verlieren, ne? Wo geht's hier lang? Oh. Oh, was ist das? Der Keller? Ah! Go back to your room. Falsch! Warum ist die denn da? Weil da die Dose hingefallen ist. Es kann nicht anders sein. Oh, verstehe. Das ist ja spannend. Das heißt, ich habe gerade einen dezenten, unterschwelligen Hinweis bekommen, dass wir da hin sollen. Ach komm. Oh, das ist gar nicht so gut. Oh, das ist gar nicht so gut. Oh, das ist eigentlich überhaupt nicht gut. Die hat mich. Ich dachte, ich bin versteckt. Au! Oh mein Gott, der Sound! Oh, shit. Okay, ich muss es in den Keller schaffen. Man kann sich halt auch sehr leicht cornern. Beziehungsweise es gibt nicht überall einen Ausweg. Ich hätte das ein bisschen anders machen müssen. Ich wollte nicht wieder hochgehen, weil dann kommt sie wieder und dann habe ich oben wieder das Problem. Okay, es ist erst Tag 2, wir sind nur einmal gestorben. In Anführungsstrichen. Hier ergibt sich auch nichts durch den Strom. Tür. Warte mal, die Tür ist oben. Ich muss über die Brücke. Ich hab nichts mehr. Ich hatte auch nichts in der Hand. Ist okay. Ich höre Sachen. Will ich wissen, was ich da gehört habe? Wait. Sie kommt her. Kommt sowas von her. Nein! 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 Nein, das ist nicht euer Ernst! Oh! Oh! Ja, danke, der war gerade hier. Der Herr hat mich beschützt. Alter, ja, geh zurück. Geh bitte zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Boah. Oh, ich hab meine Maus voll geschwitzt. Ich hoffe, die ist wasserdicht. Alter. Ja, das war schon ein bisschen mehr als aufregend, muss ich sagen. Gut, Ausgang finden.
dann finden wir den Keller. Runter, Keksdose, Schlüssel, Ausgang. Right. Ich darf nur nichts umschuppen, sonst kommt sie her. Oh ja, das wird sie tun. Oh ja, und sie schämt sich auch nicht. Hier ist der Ausgang. Wo ist dieser andere, meine ich? Dieser... Moment, dieser Weg nach draußen? Da. Hier geht's runter in den Keller. Sie kann da nicht sein. Das ist physikalisch nicht möglich. Ich weiß nicht, ob die auch irgendwann mal despawnt oder so. Oh Gott, was ist hier los? Hier ist ein Kamin. Ist der Schlüssel. Schlüssel für den Haupteingang. Yes! Bitte nicht sterben. Kann man eigentlich speichern? Nee, nicht manuell. Das wäre ein bisschen zu OP, glaube ich. Okay, warte mal, wo ist jetzt der... Wo ist, wo war das? Oh Gott. Es ist schwierig, sich hier zurechtzufinden. Aber wie gesagt, ich kenne... Ah, hier! Ich kenne es halt auch noch nicht gut genug. Vor der Tür geöffnet! Okay, ich sehe ja! Oh! Verdammt! Die Nonne taucht gleich auf, versteckter Alarm. Oh, ich hab's geschafft! Bye! Schmier dir ein Sommercamp unter deine Haube. Was ist jetzt mein Plan, Alter? Wo geht's hin? Da ist die Stadt! Die große Stadt, Leute. Zivilisation, Menschen, die nicht komplett vom Teufel besessen sind. Also hoffe ich zumindest. In dieser Schule ist mehr los, als es den Anschein hat. Das wissen wir bereits. Wir sind informiert. Oh, da kommen neue Kinder, ne? Einer ist entkommen. Nachschub. Oder Wäsche. Hä? Wait. Ihr hört die Kinder weinen, ne? Ich glaube, dort im Untergrund. Ich glaube, es war wirklich Wäsche, aber das ist wie dann im ersten Teil. Das fährt halt dann da runter. Use this new ramp to access new school areas. Shortcuts and escape. Oh, alles klar. Wir haben da jetzt einen Zugang. Verstehe. Also es wird doch nach und nach freigeschaltet. Das ist nicht wie bei Mr. Meat oder so. Und auch bei Granny, sondern wir kriegen nach und nach Fortschritt. Und das Ding öffnet einen Geheimgang vielleicht. Oh, das wird ein großes Ding, ey. Ich freue mich da drauf. Nice. Wir können jetzt schauen, was sich hinter dem Schrank verbirgt. The Broken Mask, das war ja so das letzte Ziel, quasi die Maske zusammenzusetzen und dann damit zu arbeiten und letztendlich alle zu retten oder so. Mit Arbeit in der Wäscherei bestraft, geheime Flucht durch den Haupteingang, ohne auch nur einmal gesehen zu werden. Oh, ja, okay, das ist halt bloß ein Achievement, ne? Was haben wir hier? Entkomme in Extrem durch den Haupteingang. Entkomme versteckt im Lastwagen. Das gibt's, aber hier können wir sehen, was es halt noch alles gibt. Auf dem Dach des Lastwagens. Erste Schritte, erreiche die Brücke, ja, der Geisterstunde. Entkomme im Geistmodus. Oh, es gibt auch einen Geistmodus. Oh, das wusste ich gar nicht. Bring den Schatz der Ratte an dich. Okay, das sind alles Sachen fürs Nächste. Nice. Cool. Ich, ja, wie gesagt, bin sehr, sehr excited. Ich finde es gut gelungen. Es funktioniert alles soweit. Und den Sound von ihrer Stimme, der ist noch ein bisschen von der Location her merkwürdig platziert. Der ist immer hinter einem irgendwie, anstatt da, wo die Nonne halt wirklich steht. Das ist sehr irritierend. Aber an sich cool gemacht, cooles Game. Finde ich schwieriger, viel schwieriger als das Mobile Game. Aber gut, ist ja okay. Bis dann, liebe Leute. Haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal.